So, liebe Freunde und Schüler, guten Tag. Jetzt auch ein sehr wichtiges Präparat. Es ist a Bright Future. Dieses Präparat wird für die Behandlung von Depressionen verwendet. Bitte aufpassen, man muss autistenmäßig ein bisschen unterscheiden zwischen deprimiert sein, was letztendlich mit Zielstagnation zu tun hat, und wirkliche Depression. Depression ist eigentlich eine Manifestation von mehreren Sachen zusammen. Die vollständige Form oder Definition von Depression ist erstmal eine Störung des Gehirns, das emotionale Gedächtnis, Einfluss des Po, das ist das zellulare oder körperliche oder genetische Gedächtnis. Ja? Wenn es zum Beispiel in der Familie schon seit Generationen Depression gab, Chronismär Ereignis aus diesem Leben oder sogar vor Inkarnation und eine Verschleimung von einem von den 8 subtilen Kanälen des Herzens, die für geistige Klarheit zuständig sind. So, das ist eigentlich das Wesen von Depression. Ne? Depression ist eigentlich so, also TCM-mäßig so zu verstehen, diese 3 Aspekte, Hun, Po und Lebensgewohnheit und Ereignis und wie gesagt, auch dazu, ja klar, Ausserung des Yin, Erschöpfungszustände, Begleitung, also Burnout-Syndrom oder Spätfolge von Entbindungen, wie auch immer. Und alles kann zusammenkommen. Aber die echte Form, sagen wir so, die wahrhaftigen Form und Manifestation von Depression, sogenannt Dian-Zustand auf Chinesisch, ist eigentlich diese Konstellation von Hun und Po-Problematik. Ja? Und dieses Präparat wirkt auch sehr tief. Dieses Präparat stabilisiert Hun, wirkt auch enkodiert, man spricht von einer Enkodierung des Po, ja, und wirkt direkt auf die Herz, die subtilen Kanäle des Herzens, entschleimt die Herzkanäle des Herzens und vor allem erreicht eine ganz tiefen Ebene, wo man sagt, dass auch Blutstagnation weiterhin, also Schleimproblematik weiterhin zu Blutstasen führen kann. Also diese Kombination von Schleim und Blutstagnation ist eigentlich die, würde ich fast sagen, die höchste Form von Depression hier, oft begleitet mit einer Yin-Schwäche im Hintergrund. So, dieser Präparat kann so weit gehen, dass er die subtilen Kanäle des Herzens von Schleim und von Blutstasen befreit. Wichtig ist, dass während der Zeit, dass der Patient, während der Einnahme dieses Präparats, dass der Patient auf jegliche süßlichen Geschmack verzichtet. Keine Kakao, kein Schokolade in keine Form, keine Eiscreme und kein Fruchtzucker, hier aufpassen, und keine Milchprodukte für eine Dauer von ungefähr einem Jahr und regelmäßig Akupunktur. Weil Akupunktur ist ein wichtiger Bestandteil der Therapie hier, also und extrem wirksam für die Behandlung von Depressionen, ja, um die Herzkanäle zu klären. Also, und von der Dosierung her empfiehlt sich so durchschnittlich 3x3, 3x5 Tabletten täglich immer vor dem Essen zu nehmen. Ja. Noch einmal, also nicht zusammen mit einem Obstsaft oder irgendeinem Müsli mit Honig oder Zucker. Ja. So, Essen ist extrem wichtig hier in der Therapie und Akupunktur noch zusätzlich. Voilà. Ich wünsche euch durch dieses Präparat viele Erfolge in der Therapie und auch viel Klarheit. Daher die Bezeichnung hier, also dieses Namen, die ich erfunden habe, Bright Light, das heißt, mögen das Licht des Herzens wieder leuchten und erscheinen und der Mensch wieder so Glückseligkeit und Zuversicht geben, das, was er ist und das nicht das, was er glaubt zu sein. Dankeschön.